Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein 1. Mai in besonderen Zeiten, ein 1. Mai in Zeiten der Pandemie, ein 1. Mai in einem Ausnahmezustand. Normalerweise treffen wir uns auf Plätzen, normalerweise sind wir mit zigtausend Leuten gemeinsam auf der Straße. Dieses Jahr ist alles anders. Es geht dieses Jahr darum, dass wir unsere Gesundheit schützen müssen. Aber es geht auch darum, mit dem Wahlspruch, den der DGB ausgewählt hat, auch genau das zu leben. Solidarisch ist man nicht alleine. Es ist aber auch eine Gelegenheit, einfach mal Danke zu sagen. Danke zu sagen all denen, die es geschafft haben, unseren Laden hier in Deutschland am Laufen zu halten. An ganz, ganz vielen Stellen. Teilweise in der Industrie, in der Produktion, Ver- und Entsorgung, die Pflegekräfte. An ganz, ganz vielen Stellen haben ganz viele Menschen für uns gearbeitet. Danke sagen ist ein Teil der Wertschätzung. Der zweite Teil der Wertschätzung ist aber, auch dafür zu sorgen, dass gerade diese Menschen gut bezahlt werden. Und das ist nicht an allen Stellen so. Und auch dort trifft der Wahlspruch dieses 1. Mai, der Slogan, der dieses Jahr gilt, solidarisch ist man nicht alleine. Gerade durch solidarisches Verhalten, gemeinsames Organisieren in Gewerkschaften, gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen kämpfen, gemeinsam für gute Entgelte kämpfen, gemeinsam für gute Arbeitszeiten kämpfen, das ist solidarisch und das meint auch der Spruch, solidarisch ist man nicht alleine. Wir stehen in besonderen Zeiten, aber man muss nicht verzagen. Man muss auch Mut und Zuversicht haben. Gerade solche Krisen bieten auch etliche Chancen. Wir stellen fest, dass eine Globalisierung nicht das Heil der Welt ist. Wir stellen fest, dass Wertschöpfungsketten, die gestört sind, es vielleicht Sinn macht, wieder Sachen auch reinzuholen. Es geht auch darum, diese Zeiten dafür nutzen für unsere Ziele, für bessere Arbeitsbedingungen, für mehr Produktion, für mehr Wertschöpfung. Das ist auch Solidarität und auch dafür steht, solidarisch ist man nicht alleine. Und Solidarität geht auch darum, in schwierigen Zeiten Lebensbedingungen zu sichern. Und gerade unser Kampf für mehr Kurzarbeitergeld hat gezeigt, dass solidarisch man so etwas erreichen kann. Wir haben eine Erhöhung hinbekommen. Auch das geht nur mit starken Gewerkschaften, mit dem Druck, den wir auf die Politik ausüben können. Deshalb habe ich auch viel Zuversicht in solchen Zeiten. Und ich merke, dass es viele Menschen gibt, die Solidarität als neuen Wert erleben. Und deshalb lasst uns solidarisch, nicht alleine, den 1. Mai angehen. Lasst uns mit Mut und Zuversicht in die Zukunft blicken. Und lasst uns nicht auf die hören, die jetzt über Nationalismus reden, die über Abschottung reden. Das wird uns nicht helfen, sondern uns hilft nur, dass wir gemeinsam eine gute Zukunft gestalten in schwierigen Zeiten. Und genau darum geht es. Solidarität in Gewerkschaften, gemeinsam Neues und Gutes erkämpfen. Ihr seid nicht alleine, wir sind bei euch. Solidarisch ist man nicht alleine.